immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 17. März. Schön, dass wir Sie heute wieder zu unserer täglichen halben Stunde aus der Lausitz begrüßen dürfen. Wir beginnen mit einer Meldung aus Schwebnitz. Hier bereitet ein normalerweise recht beliebtes Nagetier Unmut bei der Bürgermeisterin und der ansässigen Bevölkerung. Leider verursachen sie nicht nur Unmut, sondern vor allem auch wirtschaftlichen Schaden. Der Biber gilt gemeinhin als possierliches Tierchen. In der Königsbrücker Heide gibt es sogar einen nach ihm benannten Besucherpfad. Andernorts sorgt sein Auftreten für Sorgenfalten, zum Beispiel in Schwebnitz bei Bürgermeisterin Elke Röttig. Also bei uns in Grüngräbchen, das ist ein Ortsteil von Schwebnitz, ja, wir haben hier den Biber aber in Größenordnung, der sich im Grunde genommen aus dem NSG-Gebiet, also aus dem Naturschutzgebiet Königsbrücker Heide, jetzt mehr in den Ort und in die Teiche des Ortes zurückgezogen hat und hier natürlich auch seine Biberburgen baut. Was in der Königsbrücker Heide für Freude sorgt, bedeutet für die Teichlandschaft in Grüngräbchen einen enormen wirtschaftlichen Schaden. Denn hier hat der Biber zwischen Luckteich und Mittelteich den Damm unterhöhlt. Umfangreiche Bearbeitungen sind erforderlich, um den Teich betriebsfähig zu halten. Doch auch an anderer Stelle schafft Meister Bockert Verdruss. Südlich von Grüngräbchen staut ein fast 2 Meter hoher Damm den Wasserstrich. Große Flächen sind bereits überschwemmt. Die Bürgermeisterin befürchtet aber noch etwas anderes. Wenn der Damm im Oberpusch, so heißt das Waldgebiet, wo er jetzt ist, wenn der Damm dort aufgelöst werden sollte, also wenn dort ein Bagger sich mal dran traut und das Knüppelholz entfernt, dann gehen die Knüppel im Grunde genommen den Wasserstrich entlang und bei uns in der Schmiedekurve ist eine Röhre in die Bach eingelassen oder in den Bach eingelassen. Und die Röhre würde das ankommende Holz nicht aufnehmen können, sodass wir dort den nächsten Stau hätten und wo wir dann als Kommune natürlich für die Entsorgung zuständig sind. Mit der unteren Naturschutzbehörde ist Elke Röttig schon seit längerem im Gespräch. Da sich der Damm bereits im Naturschutzgebiet befindet, kann man relativ wenig dagegen machen. Die Bürgermeisterin sieht 2 Möglichkeiten. Wir können im Grunde genommen warten, bis eine biologische etwas Biologisches passiert. Also ein Tier das andere frisst, das kann ich heute nicht sagen, ob das funktioniert. Aber es kann natürlich auch eine Entnahme beantragt werden. Letzteres geht aber nur außerhalb des Naturschutzgebietes. Biologisch bedeutet in diesem Fall, dass Wölfe Jagd auf Biber machen. Und in der Gegend von Grüngräbchen gibt es Wölfe. Das ZCOM Zuse Computermuseum in Hoyerswerda nimmt in diesem Jahr erstmals am Hackathon Coding Da Vinci teil. Im Rahmen der neuen Sparte Osthoch 3 sind bei dem bundesweiten Projekt nun auch unsere Nachbarländer Tschechien und Polen mit dabei. Die sonst nur vor Ort zugänglichen Kunstsammlungen werden dabei digitalisiert und mit vielen Informationen bereitgestellt. Damit können junge und auch erfahrene Programmierer dann arbeiten. Die Daten dienen also als Grundlage. Das ZCOM wartet mit seinen besonderen Werken des Erfinders des Computers Konrad Zuse auf. Die Auftaktveranstaltung findet am 19. und 20. März statt. Wer noch Inspiration sucht, auf codingdavinci.de sind alle bereits umgesetzten Projekte sowie auch die Daten für dieses Jahr aufgeführt.
An dieser Stelle informieren wir Sie über die derzeitigen Corona-Infektionszahlen im Lausitz-Welle-Sendegebiet in den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz sowie Elbe-Elster. Im Landkreis Bautzen wurden heute 1.503 neue Corona-Fälle gemeldet, demnach gibt es nun einen Inzidenzwert von 1.435. Laut dem Robert-Koch-Institut wurden heute 2 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona festgestellt. Der Landkreis Görlitz hat seit gestern 877 Corona-Neuinfektionen gemeldet, so liegt die Inzidenz heute bei 1060. Es gab hier 4 Todesfälle. Im Landkreis Spree-Neiße wurden heute 374 neue Corona-Fälle gemeldet. Derzeit gibt es hier einen Inzidenzwert von 2147. In diesem Landkreis wurden heute keine Todesfälle bekannt. Der Oberspreewald-Lausitz-Kreis hat heute keine aktuellen Zahlen an das RKI weitergeleitet. Der Inzidenzwert liegt hier bei 1194. Es gab hier ebenfalls keine Todesfälle. Und im Landkreis Elbe-Elster wurden seit gestern 542 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Hier liegt die Inzidenz bei 2380. Auch in diesem Landkreis gab es heute keine Todesfälle. Wir kommen jetzt zu den aktuellen regionalen Kurznachrichten vom Tage. Ob auf einer Baustelle, in der Reinigungsfirma oder im Malerbetrieb, gerade am Arbeitsplatz, kommt es darauf an, dass die Menschen an einem Strang ziehen. Bessere Löhne und Arbeitsbedingungen fallen nicht vom Himmel. Das sagt der neue Chef des Bezirksverbands Ostsachsen der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt, kurz IG Bau. Um wen es sich handelt und was er jetzt vorhat, erfahren Sie nun. Roland Müller ist zum Vorsitzenden des Bezirksverbandes Ostsachsen der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt, kurz IG Bau, gewählt worden. Der 61-Jährige übernimmt damit die Nachfolge von Peter Schubert und kümmert sich ab sofort um die Interessen von Bauarbeitern, Reinigungskräften und Forstbeschäftigten in den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Als Betriebsrat beim Baukonzern Strabag verantwortete er zuvor die Belange von mehr als 1000 Beschäftigten in der Region. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind in den Branchen der IG Bau aktuell rund 16.500 Menschen beschäftigt, 8.800 von ihnen im Bauhauptgewerbe und 2.200 in der Gebäudereinigung. Das Lausitzer Seenlandklinikum hat am Dienstag die 2. große Hilfslieferung auf den Weg in die Ukraine gebracht. 25 Krankenhausbetten sowie verschiedene Medizintechnik, darunter Narkose, Ultraschall und Absauggeräte, wurden am Vormittag in den LKW geladen, der die Hilfsgüter rund 850 Kilometer in die Westukraine nach Lviv bringt. Dort werden sie dann umgeladen und mit Geleitschutz zu den Empfängern im Osten der Ukraine transportiert. Laut dem Klinikum wurde dieser Transport möglich durch die Kooperation mit der Initiative Ukrainisches Koordinierungszentrum Dresden des Vereins Plattform Dresden, deren Mitglieder meist selbst aus der Ukraine stammen und die entsprechende Logistik für die Hilfstransporte organisieren und koordinieren. Laut Stadtmarketing der Stadt Zittau wurde jetzt ein Bürgerfonds in Höhe von 100.000 Euro eingerichtet. Damit sollen Kultur- und Kreativschaffende sowie engagierte Stadtbewohner bei der Umsetzung von Projektideen unterstützt und eine Anschubfinanzierung ermöglicht werden. Hintergrund ist die Bewerbung der Stadt Zittau zur Kulturhauptstadt 2025. Im Rahmen dieser Bewerbung ist ein weitreichendes Netzwerk auf gesellschaftlicher und kultureller Ebene in Zittau und vor allem in der Dreiländerregion entstanden. Bekannte und neue Akteure haben sich zu vielfältigen gemeinsamen Ideen zusammengefunden. Alle notwendigen Informationen und auch die Antragsformulare können unter zittau.de/bürgerfonds eingesehen und heruntergeladen werden. Die Stadt Lauchhammer beseitigte im Februar und März illegale Mülldeponien im Stadtgebiet und sagt jetzt Müllsündern den Kampf an. Besonders beliebt zur illegalen Müllentsorgung sind herrenlose Grundstücke am Ortseingang Lauchhammer West in Richtung Grüne Walde. Über Jahre hinweg ist hier eine Mülldeponie entstanden. Diese wurde jetzt durch das Unternehmen Rubin und den städtischen Bauhof beräumt. Rund 25.000 Euro kostete das den Steuer- und Gebührenzahler. Dabei hätten 90% des Abfalls dieser Deponie über den Sperrmüll kostenlos entsorgt werden können. Bei illegaler Müllentsorgung handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Gemeinsam mit der Abfallbehörde und dem Abfallentsorgungsverband will die Stadt Lauchhammer der Müllproblematik nun den Kampf ansagen, bestätigte Lauchhammers Bürgermeister Mirko Buhr. Die Stadtlinie 5 in Hoyerswerda wird um einen Haltepunkt im Gewerbegebiet Naht erweitert. Damit soll der Hersteller von Wärmestationen und Blockheizkraftwerken Jaros in das Liniennetz integriert werden.
Die Linie 5 verbindet die neue Endhaltestelle am Betriebsgelände im Gewerbegebiet Naht werktags im 60-Minuten-Takt mit dem Bahnhof in der Altstadt von Hoyerswerda und bietet somit den Anschluss an drei weitere Stadtlinien, so die VGH. Rund 250 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, welche nun den öffentlichen Nahverkehr auf dem täglichen Weg zur Arbeit nutzen können. Das Regionalmanagement der LIDA-Region Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft bereitet sich auf die neue Förderperiode vor. Diese beginnt 2023, nachdem die vorherige Periode bereits 2020 abgelaufen war. Die dazwischenliegende Zeit nutzen die Regionalmanager Katrin Kubasch und André Köhler für die Erarbeitung einer neuen Entwicklungsstrategie. Dem dient auch eine öffentliche Veranstaltung, die am 1. April in der Krostwitzer Turnhalle stattfinden soll. In der neuen Förderperiode werden unter anderem die Vermarktung regionaler Produkte sowie die Stärkung von Dorfgemeinschaften eine größere Rolle spielen als bisher. Derzeit verfügt das Regionalmanagement noch über ein Zwischenbudget, das bis zum Juni aufgebraucht sein muss. Im Neschwitzer Ortsteil Ubigau ist das Storchennest neu aufgebaut worden. Im vergangenen Juli war es bei Starkregen abgestürzt und hatte zwei der fünf Jungstörche unter sich begraben. Die verbliebenen drei Nestlinge waren im Naturschutztierpark Görlitz aufgezogen und im Spätsommer in die Freiheit entlassen worden. Doch nur zwei schafften den Abflug, der dritte geriet in eine Stromleitung und starb. Laut Annette Hartwig von der Naturschutzstation Östliche Oberlausitz konnten in diesem Frühjahr 15 Storchennester erneuert werden, davon 9 im Landkreis Görlitz und 6 im Landkreis Bautzen. Wie schon in den Vorjahren kehrten die Störche aus dem Weißenberger Ortsteil Nostitz als erste in die Oberlausitz zurück. Die Kreishandwerkerschaft Bautzen lud am vergangenen Freitag zur Gesellenbriefübergabe in die Aula des BSZ Bautzen ein. Der Jahrgang, der wie keiner zuvor unter den Bedingungen von Corona seine Ausbildung erfolgreich absolviert hat, wurde unter anderem auch von Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens beglückwünscht. Wir waren für Sie vor Ort und haben unter anderem auch mit der Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, Sabine Gottschaschok, gesprochen, warum das Handwerk gerade in unserer Region so wichtig ist. Es schadet nichts, mit den Händen richtig zu arbeiten, wurde bereits Udo Witschers, dem Vizelandrat des Landkreises Bautzen, von seinem Vater seinerzeit mit auf den Weg gegeben. Am vergangenen Freitag gab er diese Worte mit einem Schmunzeln zur Gesellenbriefübergabe der Anlagemechaniker, Sanitär, Heizung, Klimatechnik und der Metallbauer nun weiter. Die Kreishandwerkerschaft Bautzen hatte eingeladen, diesen besonderen Jahrgang im Berufsschulzentrum Bautzen zur Lehrlingsfreisprechung würdevoll zu entlassen. Überall in der Welt stehen Handwerkern die Türen offen. Doch Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Sabine Gottschaschok bestätigte der Lausitzwelle, dass das Handwerk gerade auch in unserer Region dringend Nachwuchs sucht. Viele unserer Handwerker suchen Nachwuchs, entweder Mitarbeiter, um ihren Stamm aufzustocken oder Abgänge zu ersetzen, die in Rente gehen. Und vor allem auch, es stehen viele Betriebsübergaben an. Viele unserer Handwerker kommen langsam ins Rentenalter, suchen junge Leute, die Interesse haben, sich selbstständig zu machen, den Betrieb zu übernehmen. Und deshalb habe nicht nur ich das heute zum Ausdruck gebracht, sondern eben zum Beispiel auch der erste Beigeordnete, der Herr Witschers, hat das ganz deutlich gemacht, aber auch der Roland Ermer, der ja selber Handwerker ist, oder auch Oberbürgermeister Ahrens, alle haben Interesse daran, dass die jungen Leute in unserer Region bleiben. Dass dieser besondere Jahrgang Hochachtung verdient, betont auch Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens. Ja, wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Jahrgang, der tatsächlich unter erschwerten Bedingungen die Berufsschulzeit absolviert hat. Da ist Corona-bedingt einiges ausgefallen, einiges per Videounterricht, viel ins Selbststudium verlegt worden. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Ich sehe es an meinem eigenen Sohn, der bei seiner Zimmermannsausbildung da wirklich gesagt hat, es gibt Teile, die kann ich mir eben nicht alleine erschließen. Hier hat man einen Jahrgang, der hat das hinter sich gebracht und da gilt dann neben den Leistungen, die man ohnehin für eine Handwerksausbildung an den Tag legen muss, nochmal besonderer Respekt und besondere Hochachtung. Außerdem lobte Ahrens auch die tolle Organisation von Sabine Gottschaschok, die sowohl den Absolventen als auch den zahlreichen Gästen eine wunderbare Veranstaltung organisiert hatte. Naja, ich kenne sie jetzt über mein Amt seit rund 7 Jahren und es ist wirklich so, immer wenn es irgendwelche Themen rund ums Handwerk gibt, dann steht sie im Hintergrund irgendwo bereit, hat schon ihre Netzwerke aktiviert, kümmert sich drum,
dass eine Veranstaltung genügend Beachtung findet, dass die richtigen Leute eingeladen werden. Und sie sorgt halt dafür, dass eben auch solche Veranstaltungen den richtigen Rahmen kriegen. Und ich freue mich natürlich besonders nach den letzten zwei Jahren, wo die Veranstaltungen eben teilweise gar nicht stattfinden konnten, dass das wieder anläuft. Der stellvertretende Kreishandwerksmeister und Bäckermeister Roland Ermer aus Bernsdorf sprach einige Grußworte an die jungen Absolventen, die nun in den Gesellenstand erhoben wurden. Immerhin 5000 Stellen sind in der Oberlausitz derzeit unbesetzt. Tatkräftiger Nachwuchs und kreative Hände werden also hier dringend gebraucht. Dennis Schöne aus Schönbach, der den Metallbauerberuf bei der Firma MSL Schwebnitz erlernte und ihn als Bester seines Jahrgangs mit gut absolvierte, und Julian Voss, den die Firma Just in Demitz-Tumitz als besten Anlagemechaniker ausgebildet hatte, und alle anderen Absolventen sind nun Teil der großen Handwerkerfamilie und können mit Zuversicht in ihren neuen Lebensabschnitt als Gesellen starten. Eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann? Das erwartet dich. Wenn du gern mit Menschen zusammenarbeitest und ihnen bei ihrer Zukunftsplanung hilfst, dann ist die Ausbildung zur Bankkauffrau ideal. Egal, ob du am Service Point in der Filiale bist oder zusammen mit deinen Kunden im Beratungsgespräch. Im ständigen Austausch findest du heraus, was das Beste für deine Kunden ist und erklärst ihnen alles Step by Step. Mit jedem Schritt bringst du deine Kunden dabei näher an ihr Ziel und bist auch darüber hinaus für sie erreichbar. Aber nicht nur Kundengespräche, auch regelmäßige Teamrunden erwarten dich. Hier gibst aber nicht nur du neuen Input, sondern erfährst auch alle relevanten Infos, um dich optimal auf jede Situation im Filialalltag vorzubereiten. Und was im Team geht, geht auch allein. Denn neben dem Präsenzlernen hast du mit deinem kostenlosen iPad zum Start der Ausbildung auch die Möglichkeit, dich selbstständig digital weiterzubilden. Und? Neugierig geworden? Bewirb dich jetzt, weil's passt. Dein Profil, unsere Story. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Nun haben wir die aktuellen Polizeimeldungen für Sie zusammengefasst. Zu einem Fall von Vandalismus kam es unter anderem diese Woche in Kamenz. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Gebäude am Schulplatz in Kamenz mehrere Fensterbretter beschädigt. Die Vandalen bogen die metallenen Bretter im Erdgeschoss des Hauses hoch und beschädigten außerdem die Rahmen an zwei Fenstern. Der Sachschaden belief sich auf ca. 1.500 Euro. Ordnungshüter sicherten die Spuren und der örtliche Kriminaldienst ermittelt. Auf der S101 zwischen Kostwitz und Uist sind am Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 59-jähriger Toyota-Fahrer beachtete an der Kreuzung zur S100 offenbar nicht die Vorfahrt eines Busses. Dieser stieß erst gegen das Auto und dann gegen einen LKW, der auf der S101 hielt. Es entstand rund 10.500 Euro Schaden. Personen wurden nicht verletzt. Bei einem Verkehrsunfall in Kamenz am Dienstagvormittag ist eine 24-jährige Frau leicht verletzt worden. Sie war Beifahrerin in einem Mercedes, der auf der Nordstraße in Richtung Zentrum unterwegs war. An der Kreuzung zum Siedlungsweg kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf. Dessen 71-jährige Fahrerin hatte offenbar die Vorfahrt des Mercedes missachtet. Nach der Kollision stieß der Golf gegen den wartenden VW Polo eines 29-Jährigen. Der Polofahrer, der 31-Jährige am Steuer des Mercedes und die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Der Sachschaden betrug rund 30.000 Euro. Zum Einsatz kamen neben mehreren Polizeistreifen zwei Rettungswagen und ein Hubschrauber, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kamenz und Bernbruch sowie eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung. Eine Geschwindigkeitskontrolle haben Beamte am Dienstagnachmittag in Bröten im Bereich des Moorwegs durchgeführt. Dabei erwischten sie mehrere Fahrzeugführer, die in der 50er-Zone zu schnell unterwegs waren.
11 von ihnen kamen mit einem Verwarngeld davon. Den Geschwindigkeitsrekord stellte ein Fahrzeugführer auf, der mit 43 km/h zu viel durch das Radar fuhr. 2 Punkte in Flensburg, 1 Monat Fahrverbot und 400 Euro Bußgeld kommen nun auf den Lenker zu. Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagmittag den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung einer Unfallflucht in Weißwasser gegeben. Sie beobachtete, wie ein Toyota-Lenker mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Karl-Liebknecht-Straße beschädigte und dann davonfuhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Bürgerin wählte den Notruf. Eine Streife vor Ort fand heraus, dass es sich bei dem Verursacher offenbar um einen 65-Jährigen handelte, der aktuell keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten zogen den Fahrzeugschlüssel ein und erstatteten Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens von Unfallort. Die Polizei bedankt sich bei der Zeugin für ihren Hinweis. Wie das Wetter wird und welche Veranstaltungstipps wir für die kommenden Tage für Sie zusammengestellt haben, dazu kommen wir gleich. Zuvor widmen wir uns in unserem täglichen Kalenderblatt dem Wasserwerk Zeisig. Vor auf dem Tag genau 70 Jahren wurde hier die Eröffnung gefeiert. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 17. März 1952 wurde das Wasserwerk in Zeisig offiziell eröffnet. Die städtische Wasserwirtschaft ist aber bereits erstmals 1892 erwähnt. Damals wurde in Kleinneider das Wasser gesammelt und über zwei Hauptstränge in die Stadt transportiert. Einer davon, die Schlossleitung genannt, lieferte aus drei Brunnen das Wasser unter anderem bis zum Markt, wo ein Röhrentrog stand, der 1908 abgerissen wurde. 1913 wurde mit dem Bau eines Wasserwerkes in Neider begonnen, das am 12. April 1915 in Betrieb ging. Nach gehäuften Typhusfällen Ende der 40er Jahre suchte man einen Ersatz für das bisherige Werk in Neider. Also begann der damals zuständige Wasserversorgungsverband Lausitz 1950 mit den Erkundungen. Mitte Juli 1951 gab es dann den ersten Spatenstich für den Neubau in Zeisig. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 18. März finden in Görlitz Rundgänge in das jüdische Viertel des Mittelalters und die Orte der jüdischen Gemeinde von 1849 bis 1941 statt. Die Rundgänge werden von der Stadtführerin Frau Burkhardt von der Görlitz-Information durchgeführt. Treffpunkt ist am Obermarkt 32 in Görlitz um 19.30 Uhr. Ein Ticket kostet 10 Euro. Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich per Telefon oder E-Mail. Im Steinhaus Bautzen ist die Bühne am Freitag ab 20 Uhr wieder offen für alle Musiker zum gemeinsamen Jam. Die Beschallungsanlage, Verstärker, ein Piano und ein Drumset werden gestellt. Alle weiteren Instrumente sollten die Musiker selbst mitbringen. Der Eintritt ist frei und die Bar ist geöffnet. Zudem können sich Bands für einen kleinen Eröffnungsgig bewerben. Es gilt 2G+. Die Teilnahme der Veranstaltung bleibt somit auf Genesene und Geimpfte beschränkt. Am Freitag, dem 18. März, findet in Görlitz eine Nacht des Betens statt. Dabei können Gebete für die Ukraine und für Frieden ausgesprochen werden. Beginn ist um 21 Uhr in der Pfarrkirche Heiligkreuz in der Struwestraße in Görlitz. Das Ende der Gebetsnacht ist für Samstag früh um 7 Uhr vorgesehen. Bewölkt, aber vergleichsweise mild starteten wir heute in den Tag in der Lausitz. Bis zu 15 Grad wurden heute um Senftenberg gemessen. Dabei blieb es mancherorts nicht bei den grauen Wolken allein. Es tröpfelte auch ab und an. Heute Abend und in der Nacht bleibt es bei den Wolken und die Werte sinken bis 1 Grad ab. Morgen kommt die Sonne wieder raus. Bei 13 Grad wird der Freitag nochmal schön. Die leichten Wolken vom Vormittag werden sich zum Nachmittag hin ganz verziehen. Erst in der Nacht kommen im Flachland einige wieder. Es bleibt mild bei 5 Grad minimal. Im Bergland ist es anders. Wenn sich die Sonne nach dem wolkigen Vormittag endlich gegen die letzten Wolken durchgesetzt hat, bleibt es den Rest des Tages bis in die Nacht wolkenfrei. Der Höchstwert ist hier 11 Grad in Neugersdorf und in Bernstadt auf dem Eigen. In der Nacht werden minimal 4 Grad erwartet.
Das Wochenende startet frischer, als wir von den Tagen zuvor gewöhnt waren. Am Sonnabend schafft es das Quecksilber nur bis zur 9. Nachts sinkt es dann wieder bis zur 0 Grad Marke ab. Dazu erwartet uns ein Mix aus Sonne, Wolken und frischem Wind aus Nordosten. Ein letzter winterlicher Gruß. Denn am Sonntag beginnt der Frühling. Die Werte gehen leicht nach oben, 11 Grad werden erwartet. Dazu strahlen blauer Himmel und herrliche Sonne. Ein wenig Wind kommt am Nachmittag und Abend hinzu. In der Nacht bleibt es klar und damit sinken auch die Temperaturen wieder massiv ab. Mit minus 2 Grad gibt es also trotz kalendarisch angesagtem Frühlingsbefehl auch wieder Frost. Das war unsere Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Alle Nachrichten gibt es wie immer auch zum Nachlesen auf unserer Homepage lausitzwelle.de, zum Teilen und Liken auf Facebook oder auf unserem Lausitzwelle YouTube-Kanal. Morgen sehen Sie eine neue Ausgabe der Drehscheibe Lausitz, wie gewohnt um 18 Uhr. Oder wenn Sie uns über Satelliten zuschauen, eine halbe Stunde später um 18.30 Uhr. Am Ende dieser Sendung folgt jetzt noch Kommentiert, unser Kommentar der Woche. Wie jeden Donnerstag stellen wir in Kooperation mit dem Wochenkurier einen persönlichen Standpunkt vor. Heute spricht Arielle Kohlschmidt als Vertreterin der Lausitzer Kreativwirtschaft. Ihr Thema heute: Multitasking auf dem Zahnfleisch. Nachlesen können Sie diesen Kommentar dann in der kommenden Ausgabe des Wochenkurier. Ich verabschiede mich, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Kommentiert. Krieg, Pandemie, Inflation, Massenaussterben, Dürre, Klimawandel, Katastrophennachrichten im Sekundentakt. Wir verbrennen außen und innen, Burnout, wohin ich schaue. Dabei haben wir doch gelernt, dass wir durch Stress unsere Ziele erreichen. Und dabei müsste man eigentlich nur mal entspannen. Aber irgendwie schaffen wir das schon gar nicht mehr. Wir sind zu erschöpft für Entspannung. Wir essen zum Frühstück schon Stress mit den ersten Nachrichten, erleiden eine E-Mail-Apnoe, einen Atemstillstand beim Blick in den Posteingang. Wir hetzen von einer Aufgabe zur nächsten und auch Sachen, die uns eigentlich Freude machen sollten, werden nur noch von der To-Do-Liste abgehakt. Wir surfen Multitasken auf dem Zahnfleisch. Herzlich gelacht haben wir schon lange nicht mehr. Das Leben ist dafür zu kompliziert geworden. So spüren wir nur noch den Schmerz am Ende eines aufreibenden Tages. Und nun treten Sie mal aus dieser Mühle heraus, einen Schritt zurück und bemerken Sie etwas, wofür Sie dankbar sein können. Vielleicht Nachbarskatze, ein Sonnenstrahl, Blumen am Wegesrand oder Ihr Kind. Das ist das Tor zu einer anderen Welt, zu einem neuen Menschsein, zu einem neuen Leben. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.